Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch mal zeigen, wie ich diesen kleinen Frosch mache. Den habe ich hier auf eine Erdbeere gesetzt, das war ein anderes Projekt. Und mich haben viele gefragt, wie ich den Frosch mache. Er ist eigentlich ganz einfach, guck mal, hier ist die Rückseite. Das ist ein Teelicht. So ein sitzender, kleiner, frecher Frosch in einem Grasgrün. Das ist das Neongrün von Cyanid. So, und ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie ich so einen kleinen Frosch mache. Auf geht's! Und zwar, was ihr braucht, ich möchte wieder einen auf der Erdbeere machen, braucht ihr eine große Kugel. Ich mache es jetzt alles ein bisschen größer, damit ihr es sehen könnt, ansonsten würde ich es ein bisschen kleiner machen. Ich habe hier schon ganz klein angefangen, hier für ein paar Ohrringe, mini, 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 der ist noch nicht fertig. Aber so klein soll er jetzt nicht werden, da ihr es jetzt ja besser sehen sollt. Und deswegen machen wir das in groß. Und zwar eine große Kugel rot für die Erdbeere, dann drei kleine Kugeln grün für die Blätter. Für den Frosch brauchen wir eine große Kugel, zwei kleinere für die Beine, acht kleine Kügelchen. Das zeige ich euch noch, wie das geht hier mit diesem Froschfußansatz. Dann brauchen wir zwei weiße und zwei ganz kleine schwarze, ihr seht die gar nicht, für die Augen. Dann braucht ihr noch einen Eyepin zum Schluss und einen Eyepin, den habe ich gebogen, zeige ich euch gleich, was ich damit mache. Das braucht ihr, mehr braucht ihr eigentlich nicht. Achso, dann braucht ihr noch ein Dotting-Tool, so ein. Den kann man immer nehmen für irgendwas draufsetzen oder die Augen machen. Und dann habe ich hier noch diesen mit der ganzen freien Spitze. Der ist deswegen wichtig, weil wenn ich die Füße mache, kann ich diesen nicht verwenden, weil der eine Kugel drin hat. Also so ein was Spitzes ist ganz wichtig. Oder ihr könnt euch auch eine Nadel nehmen. So, dann fangen wir mal an. Ach so, Feuchttücher braucht ihr natürlich auch noch, um euch die Hände zu reinigen, wenn ihr von einer Farbe in die andere geht. Weil Rot färbt doch ziemlich doll. Ich überlege gerade, ich werde den Frosch erst anfangen und dann mit dem Rot, weil Rot doch intensiver ist. Und zwar nehmt ihr euch erstmal diese große Kugel. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, heute ist ziemlich viel Licht hier bei mir im Zimmer. Ich habe es schon zu einer Kugel gemacht, dreht es noch einmal und am Ende rollt ihr das Hinterteil ein bisschen zusammen. So, so soll es dann aussehen, das legt ihr hin. Das gleiche macht ihr mit den Beinen. Einfach hinten ein bisschen zusammenrollen. So. Dann kann man es vielleicht schon erahnen, wie ich das meine. Hier auch nochmal. So. So. Haben wir diese Beine. So. Diese Beine setzt ihr jetzt hier hinten dran. Wenn es jetzt ein bisschen fusselig ist, achtet darauf nicht. Ich mache es sonst sauber, aber jetzt fürs Zeigen ist es... Es ist einfach zu schwierig, da ständig mit dem Tuch mal nachzuwischen. So, so sieht der jetzt erstmal aus. Ihr könnt es auch weiter nach oben machen, wie der Frosch denn halt gerade sitzen soll. So. Dann, ich überlege gerade, wir könnten zuerst das Gesicht machen. Ja, wir können zuerst das Gesicht machen. Jetzt sehe ich aber gerade, es kommt immer erst dann, wenn man anfängt, dass die Augen doch ziemlich klein sind für den Frosch. Das heißt, ich nehme mir mal noch ein bisschen Weiß. Und zwar ist es von Fimo. Ich arbeite gerne mit Fimo und Cyanid zusammen, weil es ja doch schöne Farben sind. Und ich mich dann manchmal nicht entscheiden kann. Und den Frosch habe ich jetzt zum Beispiel aus Apfelgrün Fimo gemischt. Aus dem hier, seht ihr, dass es ganz anders ist. Und Cyanid Neon. So, könnt ihr sehen. Also und die Mischung aus den beiden sieht richtig, also das kann man jetzt leider nicht so gut sehen, aber sieht richtig cool aus. Also ihr könnt auch nur das Neon nehmen oder nur ein anderes Grün. Oder ich habe auch schon Frösche in Braun und in Rot und in allen Farben gemacht. Sieht auch cool aus. So, es ist natürlich das Weiß, nicht mehr Weiß. Ist immer der super Vorführeffekt. Aber es geht ja auch heute nur darum, um zu zeigen, wie ich das meine. Dann sind natürlich die Pupillen auch ein bisschen klein. So, machen wir die zwei Kugeln, die passen jetzt schon besser. Nehmen wir noch ein bisschen schwarz. Deswegen ist es immer so schwierig, ein Tutorial zu machen, weil einem immer dann noch was einfällt. Oder beziehungsweise mir, ich kann das
Oh, das waren jetzt die Hasen. Die rumpeln bei mir schon wieder rum. Deswegen ist es immer schwierig beim Tutorial, auch wenn man es noch so gut vorbereitet, irgendwie fällt mir dann hinterher immer noch was ein, was ich Cooles hätte dazu machen können. So, und mach dir nochmal hier kleine Kugeln. Das kann ja jeder. Jetzt muss ich mir doch nochmal die Hände abwischen. Wem es so lange dauert, der kann natürlich auch gerne vorspulen. So. So, dann, bevor wir die Augen reinmachen, komme ich zu dem hier. Und zwar habe ich hier so einen Kettelstift umgebogen für den Mund. Den piekt ihr dann hier rein, hoch, ihr seht das gar nicht, so. Erstmal so reinpicken und dann schön rumdrehen. Ja, toller Vorführeffekt. Und fusselig. Oh ja, ihr wisst jedenfalls, was ich meine. Man arbeitet ja doch alleine anders als hier unter Beobachtung. So, jetzt haben wir sozusagen einen Mund. Dann kann man noch mit dieser Spitze hier zwei Nasenlöcher reinpicken. Dann kommen die Augen drauf. Also wenn ihr das jetzt von nahen sehen könntet, das ist so fusselig. Also meine Teile sehen nicht so aus. Ich habe mal ein Radieschen gemacht mit einem kleinen Frosch. Und das sah richtig toll aus. Das war, glaube ich, eins meiner ersten Werke sozusagen. Und die waren richtig toll gewesen. In den ersten Videos irgendwo habe ich es zu sehen. Die habe ich jetzt leider nicht mehr gefunden. Die wollte ich jetzt nur als Anschauungsobjekt euch mal zeigen. Aber wie es so ist, keine Ahnung, wo ich die hingelegt habe. Ich habe eine Kette draus gemacht und ich finde die nicht. So, das wäre jetzt erstmal schon, dass man den Frosch sehen, erkennen kann. Jetzt müssen wir aufhören, weil wir jetzt erstmal die Erdbeere weitermachen müssen, weil es ja um die Füße geht und die kann ich jetzt so nicht an den Frosch bringen. Und zwar nehmen wir die große rote Kugel und drehen die ähnlich wie der Frosch. So, dass es so aussieht. Drücken die oben klein, ein bisschen platt. So. Muss gar nicht so ordentlich aussehen. Die Erdbeeren sehen ja so ansonsten auch nicht so ordentlich aus. So, dann nehmen wir die Blätter. Und da mache ich das immer so, hier vorne zusammendrücken und platt drücken. Platt drücken, vorne zusammen, platt, immer im Wechsel. Und zusammen, dann entsteht so ein kleines Blatt. Man kann natürlich auch eine Mold nehmen, ist auch kein Problem. Aber wenn man jetzt alles per Hand macht, finde ich es schöner, wenn es auch per Hand modelliert ist. So, das gebt ihr dann hier drauf. Ah, alles schön fusselig heute. Super. Aber Leute, ich kann es auch ordentlich machen. Das ist eben, wenn man so zeigt, dann will euch auch nicht nerven, wenn ich hier ständig rumwische. Aber ein kleiner Tipp, wenn ihr fertig seid und ihr habt sehr fusselig. Ich habe mich zu Anfang total geärgert und habe dann manchmal wirklich echt alles weggehauen, weil ich mich so geärgert habe. Mache ich jetzt nicht mehr. Ihr könnt jetzt euch ein bisschen Schleifpapier nehmen und euch die Oberfläche ein bisschen glatt schleifen. Es geht auch mit Nagellack entfernen, habe ich auch probiert. Aber dann muss es gebacken sein. Also wenn es gebacken ist mit Nagellackentferner, könnt ihr nochmal über die Fläche gehen und euch die gröbsten Unreinheiten, Fusseln, hier anderes Fimo, könnt ihr dann abmachen. So, das kommt dann auch oben drauf. Also entweder macht man 3 Blätter oder 5 Blätter. Ihr hört ja, meine Hasen machen ganz schön Action hier. So, dann gehe ich hier nochmal rein. Man könnte jetzt natürlich noch einen Stiel machen. Habe ich jetzt nicht angedacht. So, und dann nehme ich diesen hier und mache das Muster. Ihr könnt dazu auch ein anderes Messer nehmen oder ja, genau, könnt ihr euch ja ausdenken, mit was ihr es machen wollt. So.
Mit 5 Blättern sieht es auch gut aus, habe ich auch schon probiert. So, damit es jetzt nicht so angeklatscht aussieht, mache ich meistens immer so, dass die Blättchen noch so ein bisschen abstehen. So. So, die Erdbeere sieht natürlich noch nicht so wie eine Erdbeere aus. Und zwar, Leute, guckt euch mal die Erdbeere an und den Frosch. das ist ein Größenverhältnis, unglaublich. Naja, so, gibt ja auch kleine Erdbeeren, große Frösche. Jetzt macht ihr noch einfach, dass die Erdbeere eine schöne Struktur bekommt, macht da einfach versetzt überall ein paar Löcher rein. Mit dem Dotting-Tool, dafür braucht ihr den. Oh, hier sind so viele Fusseln. Man kann auch mehrere Löcher machen. Seht ihr, hier ist überall. Das schleife ich mir nachher alles, wie gesagt, ab. Da ärgere ich mich jetzt nicht mehr. Man testet sich ja auch mittlerweile, wenn man lange mit Fimo arbeitet, testet man sich ja immer aus. So, jetzt habt ihr die Erdbeere. Und jetzt ist es wichtig, bevor wir den Frosch hier raufsetzen. Ich habe überlegt, den könnte man entweder so seitlich raufsetzen oder vielleicht so. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Oben kommt ja der Anhänger dran. Könnte man ihn eigentlich... Man könnte ihn auch seitlich raufsetzen. Oder so. Und ich glaube, ich setze ihn so raus. So. Und zwar braucht man ja dafür... Davor... braucht man ja auch die Füße. Und zwar habe ich hier so ein Gerüst gebaut aus den Füßen. Die setze ich jetzt mal hier drauf. Und zwar habe ich dafür genommen... Hier so einen langen Streifen. Und zwei kurze. Diese setze ich hier ran. Und verbinde die so ein bisschen. Das muss gar nicht so ordentlich sein, weil ihr seht es ja nachher nicht mehr. So, und dann... sieht man natürlich jetzt kaum. Mein Gefühl sagt mir, es wird wieder ein sehr chaotisches Video, aber ihr habt ja alle die Spultaste. So. Sieht aus wie so ein Krallenfuß, aber es macht nichts, das sieht man nachher nicht mehr. Dann schätzt ihr ungefähr mal ab hier. Guckt da mal so, ob es passen könnte. Nee, das muss noch ein bisschen weiter weg. Guckt das, ob es passt, so von der Größe. Ja, so könnte es hinkommen. Dann drückt es schon mal fest. Sieht wirklich ein bisschen krallenmäßig aus. So, und dann macht ihr diese Punkte. Na, die Punkte, die wir haben, und die kommen einfach oben drauf gesetzt. Entweder lässt man die so knubbelig als Punkte. Oder ihr könnt auch, wenn jetzt mit einem Dotting-Tool, könnt ihr auch zum Beispiel die so machen, dass die so ein bisschen eingekerbt sind. Und zwar, dass man den so ein bisschen andrückt. So. Also könnt ihr machen nach Belieben. Machen wir noch die andere Seite. Das müssen wir es natürlich jetzt gleich machen. So, ich habe schon gesehen, sind ja über 700 Abonnenten schon, das heißt, ich habe ja schon das Video gemacht zu den 700 Abonnenten, zu dem Gewinnspiel aber noch nicht hochgeladen, weil ich jetzt erstmal zwischendurch mal ein anderes machen wollte. So, und dann bin ich immer total erstaunt, wenn es schon so, so weit fortgeschritten ist, dass man gar nicht hinterherkommt. So, guck mal, jetzt haben wir den Frosch, den drückt ihr ein bisschen fest. Er guckt schon nach oben. So. Könnt ihr ihn auch ganz frech machen mit der Zunge raus, wie bei dem anderen. Das geht natürlich auch. So, dann dreht ihr die ganze Sache um. Nehmt diese Spitze oder eine Nadel. Und das ist ganz wichtig, dass es wirklich eine Spitze hat. Weil ihr sonst hier vorne eine Kugel, also so eine Einbuchtung habt, dann sieht es nicht mehr aus wie ein Frosch. Und dann geht ihr hier rein. Und drückt das Ganze nach oben. So. Das aussieht wirklich wie, als wenn es geknickte Beine sind.
wie der Frosch denn auch sitzt. So. So sieht es von da aus. Und hier ist der Frosch. Der sieht mir irgendwie noch nicht frech genug aus. Den werde ich jetzt mal spontan... Machen wir dir noch eine Zunge oder nicht? Dann braucht er eigentlich nur den Mund ein bisschen vertiefen. Ein bisschen reinpicken hier. So, das ist jetzt der sogenannte Breitmaulfrosch. Also entweder könnt ihr dann so lachen lassen oder ich mache noch eine Zunge ran. Spontan, manchmal fällt einem ja spontan was ein. Muss man natürlich wieder aufpassen mit der Farbe. Die Zunge macht ja auch einfach nur eine Kugel, ein bisschen platt drücken. Die könntest du vorne ein klein bisschen spitz machen, also im Prinzip so wie, fast wie ein Herz, dass die Auskerbung vorne fehlt. So, und die. Holen wir den Dotting-Tool. Die setzt ihr dann hier so rein. So. Der freche Frosch. Und macht hier vorne auch nochmal eine Einkerbung. Nicht ganz bis unten hin, weil unten ist diese Kennzeichnung nicht mehr so. So, dann habt ihr einen lustigen, süßen Frosch. Macht ihr oben noch ein Eipen rein, den ihr dann später irgendwo anhängen könnt. So, nicht schön, aber selten ist jetzt auf die Schnelle ein Frosch. Ein sitzender Frosch, der am liebsten die Erdbeere aufessen möchte. So, das war mein kleines Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Im nächsten Video zeige ich euch, die Molds. Ich habe auch Molds von Fröschen. Wie ihr die verändern könnt, falls ihr da nicht so die Lust drauf habt, jetzt so einen Frosch selber zu modellieren. Ihr könnt ihn natürlich auch gern anders machen. Das ist jetzt nur eine Idee. Und schaut euch einfach das nächste Video an. Vielleicht hilft euch das. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Frösche machen. Tschüss!